Sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen an den Datenendgeräten. Ein Wald ist eine Ansammlung von Bäumen und in dieser Ansammlung von Bäumen, da entsteht Wildnis, wenn man es gewähren lässt. Nun ist für viele Menschen in unseren, sage ich mal, industriell durchgestylten Welt ist jetzt eine Wildnis ist Unordnung. Eine Wildnis erzeugt Angst. Eine Wildnis, das darf nicht sein. Und dabei ist genau das Gegenteil der Fall. In einer Wildnis, wenn der Wald sich, sage ich mal, so natürlich entwickelt, dann gibt es junge Bäume neben alten Bäumen, dann gibt es Insekten, dann gibt es Vögel. Das hat alles wunderschön Herr Deppe schon beschrieben. Das Zweite ist, der Deppe auch schon angerissen, dass seit 2007 es ein Ziel unserer Bundesregierung ist, dass wir Wildnisgebiete haben und dass wir Wildnisentwicklungsgebiete haben. Und deswegen müssen wir in diese Richtung gehen, wenn wir, sage ich mal, der großen politischen Richtung, die uns Berlin sozusagen anempfohlen hat, das näher kommen wollen. So. Dann die ordnungsgemäße Forstwirtschaft, das ist halt, dass man aufräumt, dass man Bäume entnimmt. Und da sind halt in diesem Gebiet sehr, sehr wertvolle, große, alte Buchen. Und wenn wir das jetzt unter Prozessschutz stellen, dann sind diese Buchen geschützt. Aber gleichzeitig natürlich, wenn wir diese Gebiete so ausweisen, kann man natürlich oder muss man natürlich die Wegsicherung machen entlang der Wege. Natürlich kann man da auch einen Waldspielplatz reinsetzen. Das ist alles, geht das zusammen, und ein Waldspielplatz in einem natürlichen Wald gibt natürlich viel mehr Sinn, als wenn er eben kein natürlicher Wald ist. Meine Damen und Herren, das sind die Punkte, die ich vortragen wollte, und ich hoffe sehr, dass der CDU-Antrag keine Mehrheit bekommt und werbe für den eingebrachten Antrag. Dankeschön.